Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin's, eure Kocheule. Wir machen heute Laugengebäck und zwar ganz einfache Laugensemmeln. Es ist wirklich ein relativ unkomplizierter Teig. Es funktioniert super schnell. Ob ihr das dann für Sonntagsfrühstück braucht, für die Jause am Abend, für die Kinder, für die Jause, für unterwegs, ganz egal, jetzt im Sommer zum Baden. Es ist super lecker und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Die Zutaten, die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung und wir legen los. Es ist sehr einfach. Wir geben bis auf die Bäckerlauge, die verlinke ich euch übrigens unten auch, die kriegt ihr im Internet. Also das ist wirklich weit besser, als wenn man das heiße Wasser mit Natron macht. Natürlich kann man Natron in heißem Wasser auflösen und damit nachher quasi das Gebäck bestreichen, aber mit einer Bäckerlauge funktioniert es viel, viel besser. Und was da zu beachten ist, wie auch immer, da kommen wir später noch dazu. Das heißt, jetzt fangen wir an, wir geben einmal das Wasser in den Mixtopf. Da eben schauen, dass es jetzt nicht ganz kalt aus der Leitung ist. Dann eben den Sauerteig, das Mehl, also wirklich alles reingeben. Beim Salz immer schauen, dass das Salz nicht direkt auf die Hefe kommt. Die Butter bitte weich. Deckel drauf, Teigmodus und das Ganze für 7 Minuten im Teigmodus kneten. So, so schaut jetzt dieser wunderschöne Laugenteig aus. In eine bitte gefettete Schüssel geben. So. Diesen Teig, jetzt bei den warmen Temperaturen reicht es wirklich, entweder steht es auf Fensterbank, die ein bisschen in der Sonne ist, oder wirklich einfach an einem zimmerwarmen Fleck im Haus. Also da findet es bestimmt jetzt was. Und circa 40 Minuten, schaut es einfach, er soll sich relativ vom Volumen ziemlich vergrößern, also am besten verdoppeln. Also ihr seht dann ja auch, dass sie was tut. Und dann machen wir weiter. So. Jetzt sage ich, wie der Teig ausschaut. Wunderschön. Also er muss auf jeden Fall verdoppelt. Ich sehe das auch pipifein. So, der kommt jetzt auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche. Braucht es gleich im Prinzip eine Teigkarte. Die verwende ich jetzt auch da zum Abwiegen, weil wir machen daraus jetzt lauter gleichmäßige 90 Gramm Stücke. Und das macht es jetzt einfach mit dem ganzen Teig. Und dann tat es das einmal zu so einer Kugel und rundschleifen, wie ihr das bestimmt schon von einigen meiner Videos kennt. Diese wunderschöne Teigkugel legt sich dann einfach da so ein bisschen her aufs Mehl und fertig. So, jetzt tun wir es leicht bemehlen, aber wirklich nur so die Oberfläche, dass euch nichts kleben bleibt. Dann mit einem sauberen Geschirrtuch abdecken. Und circa 5 Minuten einfach nur mal ein bisschen rasten lassen, dass sie die Teiglinge entspannen können. So, ich habe mir da jetzt einfach ein Backpapier mit Backblech mit Backpapier vorbereitet. Und ein bisschen Mehl, da tue ich mir einfach meinen Apfelteiler. Ja, ich habe wirklich einfach nur einen Apfelteiler. Ihr könnt einen Semmelstempel verwenden, was ihr wollt. Ich mache wirklich einfach Laugenfußbälle. Ich meine, es ist ja gerade die EM. Von dem her passt es ja wie die Faust aufs Auge. Na, passt super. Und ich nehme mir jetzt einfach die Teiglinge, fange natürlich beim ersten an, den ich als erster gemacht habe. Nimm einen Semmelstempel oder was auch immer ihr verwendet. Apfelteiler macht halt einfach dieses Fußballmuster. Und drückt das einmal so richtig schön rein, dass man wirklich auch die,
die Unterteilungen sieht. So. Legen wir die jetzt auf auf mein Backblech. Das mache ich jetzt mit allen und dann zeige ich euch, ja, wie es weitergeht. So, jetzt wird das Ganze befeuchtet. Jedes einzelne schön ansprühen. Dann es wieder abdecken und lasst es jetzt nochmal zugedeckt, ca. 20 bis 30 Minuten nochmal ein bisschen gehen. Und dem Ende zu, also die letzten 5 Minuten, könnt ihr dann schon mal den Backofen auf 200 Grad, am besten mit Dampffunktion, ansonsten Heißluft, vorheizen. Und dann müssen wir nur noch vorm Backen finalisieren mit der Lauge und es geht ab in den Backofen. So, wenn die dann nochmal schön aufgegangen sind, das seht ihr dann auch, die werden dann so, ja, fluffig. Ich finde das immer ganz cool, wie die dann ausschauen vom Backen. Auf jeden Fall kommt jetzt die Bäckerlauge zum Einsatz. Passt bitte nur wirklich auf, entweder mit Handschuhen arbeiten oder wirklich vorsichtig. Nur schauen, dass euch die nicht auf die Haut kommt oder auch auf gewisse Materialien. Also einfach Acht geben. Und jetzt, also ihr könnt das natürlich auch tunken. Ich persönlich bin lieber die auf Nummer sicher geht. Ich mag das einfach nicht so gern und tue deshalb mit einem Pinsel die jetzt einfach wirklich großzügig mit Bäckerlauge einstreichen. Backofen ist vorgeheizt und genau, das ist jetzt so nur das Letzte. Und ihr könnt natürlich auch aus dem Teig Stangerl machen, ihr könnt Brezen formen und könnt sie auch mit Salz backen, das mache ich nicht. Genau, großzügig mit Bäckerlauge einstreichen. So, die eingestrichenen Weckerl kommen jetzt für 15 bis 17 Minuten, einfach ein bisschen beobachten von der Farbe her, nicht zu dunkel, nicht zu knusprig, in den Backofen und dann sind wir fertig. So ihr Lieben, jetzt sind die Laugen, Bälle, sind wir fertig. Ich habe den Ofen kurz auskühlen lassen, dass man es ein bisschen angreifen kann. Gibt jetzt auf ein Gitter. So, ich werde euch jetzt einfach eins auseinanderschneiden. Knusprig außen und richtig schön fluffig innen, so wie es sein soll. Einfach nur lecker. Probiert es aus. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Freut mich total. Probiert es aus. Wie gesagt, schreibt mir was ihr daraus gemacht habt, ob ihr Fußbälle, Semmeln, Stangerl, Brezen, was auch immer, wie auch immer ihr es macht. Es freut mich, wenn ich von euch Feedback kriege. Wünsche euch alles Liebe, einen schönen Tag noch und wir sehen uns ganz bald wieder. Alles Liebe, ciao, ciao.